Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Du weißt schon, das Spiel, dessen Namen ich regelmäßig vergesse, Cold Inside. Das hat seinen Grund, weil so cold finde ich das hier gerade gar nicht. Das Einzige, wo es cold ist, ist immer noch in meiner Unterhose. Ja, wir haben am letzten Mal den Generator gefüllt, in der letzten Folge, falls ihr euch entsinnen könnt. Und zwischendurch schlawenzelt hier mal so eine Kreatur rum. Und wir haben eine Claymore gefunden. Gaskanister, die aufgedreht worden sind. Und wir sind jetzt wieder... Achso, jetzt sind wir wieder zurück. Und wir mussten ja mit dem... Mussten wir hier lang? Nee, ne? Warte mal. Nee, hier bin ich vollkommen falsch. Wir brauchten ja Treibstoff, damit wir die Tore öffnen können, damit wir von ihr verschwinden können, weil wir haben ja die Sachen runtergeladen von der Festplatte in der letzten Folge, die Informationen zu der Organisation hier und sind jetzt quasi auf dem Rückweg, kann man sagen. Hä, was war das denn? Was konnte ich denn... Lol, ernsthaft? Ich habe die Claymore da hingelegt. Das ist übrigens eine Claymore. So sieht die aus. Und die, ja, die Kreatur wird kommen. Aber sowas von. Bumm. Errungenschaft freigeschaltet. Escape. Ich frage mich, was passiert, wenn man die Claymore nicht hat? Oder muss man die finden? Eine gute Frage, ne? Nein, wir spielen kein Brief Edge. Auch wenn es sich so anhört. Level 5. Freiheit! Freiheit! Aber mal... Unabhängig davon, wie geil das einfach aussieht, oder? Das kommt mir gerade vor, als würde ich gerade Outlast 3 spielen und ich bin gerade aus Mount Massive entkommen. Alter. Und das hat er vorher hier, diesen Bunkerkomplex, hat er so gesagt, so, ja, Lost Place und so. Alter, wie gut das einfach aussieht. Holy shit. Ich sag ja, die CryEngine, ne? Boah, wie geil. Warum bin ich kein Spieleentwickler geworden? So. Da ist ein Helikopter, da müssen wir hin. Ich guck mich aber erstmal um. So, wir sind jetzt Kapitel 5. 6 gibt's, glaube ich. Viel kann ja eigentlich nicht mehr kommen. Warte mal, da hinten ist auch noch so ein... Also, umgekipptes Gebäude. Da kommen wir noch zum Turm rauf. Eigentlich sind wir ja sicher, ne? Freiheit. Weil da ist ja der Bunkerkomplex. Boah, wie geil die Skybox aussieht. Cool. Aber... Was ist denn hier draußen passiert? Ist das... Ist alles so Sand und die ganzen Gebäude zerstört? Ist das... Wie weit erstreckt sich das denn hier, dieser Bunkerkomplex? Oder ist hier draußen mehr passiert, als wir da drin waren? Waren wir mittlerweile denn schon längere Zeit da drin? Oder... Hallo? Na gut, okay. Dann gehen wir mal zum... Nee, Moment, da oben ist, glaube ich, irgendwas. Da sehen meine Augen irgendwas leuchten. Da ist noch eine Figur. Wieso haben wir denn... In der letzten Folge haben wir eine Errungenschaft bekommen. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Muss ich zu meiner Verteidigung gestehen. Ob wir alle Figuren haben. Das werde ich, glaube ich, machen, wenn wir einmal durch sind mit dem Spiel. Aha. Habe ich doch gewusst. Gut. So, dann gehen wir mal zu... Ja, morgen gibt es ja nicht mehr. Also... Ne? Unseren Retter in der Not morgen, der mit uns zum Serverraum wollte, der existiert ja nicht mehr. Der ist ja
out of order. Der ist im Bunker. Hallo, ich habe morgen nicht mitgebracht. Ist das okay? John Collins, der Pilot. Damn! No one would come, what's through? No one will come. Where's Morgan und Oliver? Sie sind beide tot. It's a hard drive with you. Did you manage the downloads data? Also, haben wir die Daten runtergeladen? Hast du denen die Festplatte dabei? Ja, ich habe alles hier. Lass uns von ihr verschwinden. Hand it over! Here you go. Give you back the hard drive. Keep it yourself. Listen, I'm your only chance to get out of here, so you better trust me. Fine. Aber wenn wir ihm jetzt die Festplatte geben, der lässt uns auch hier, der Drecksack. Nö, ciao. Spielende? Okay. Wir wurden erschossen. War das Kapitel 5 Freiheit? Gibt es Kapitel 6 dann nicht mehr? Oder wie ist das? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Festplatte nicht zu geben. Ah, okay, alles klar. Also man stirbt einfach nur. Müssen wir die Figur jetzt trotzdem nochmal sammeln? Ich frage für einen Freund. Ich guck mal eben, ob die noch da oben ist. Warte. Ja, die ist noch da oben. Okay. Das speichert er also nicht. Also geben wir ihm natürlich die Festplatte. So wie das Spiel es möchte. Schade, ich dachte, man könnte vielleicht den Verlauf der Geschichte etwas ändern. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Hallo, ich bin wieder da. Im Gegensatz zu dir kann ich laden. So. Bring mich raus aus dieser Scheißhölle. So, hallo. Ja, sie sind beide tot. Ja, okay, hier hast du die Hard Drive. So, excellent. Du musst touch. Ja, ja. Oh, shot. I completely forgot something. We don't have enough fuel to make it to the base. In the hangar nearby, search for the fuel and look at... Ah, okay. Okay, ja, werden wir finden. Okay, also er sagt, wir haben nicht genug Treibstoff. Moment. Wir haben nicht genug Treibstoff, um zur nächsten Basis zu gelangen. Und er schickt uns jetzt los. Der haut jetzt ab. Ich würde verwetten, der haut ab. Hundertprozentig. Und er sagt angeblich, hier gibt's Fuel. Der haut ab, sobald wir Fuel sammeln. Und wir haben uns jetzt die Festplatte gegeben. Das. Also ich hätte ihm die Festplatte nicht gegeben. Sobald wir jetzt das Fuel finden, hören wir den Helikopter. Wo ist denn hier Fuel? Hallo? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh Gott, ich hab's gewusst. Oh mein Gott, warum habe ich immer sowas von recht? Warum habe ich immer sowas von recht? Du Drecksack! Oh mein Gott, wieso habe ich sowas von recht? Und jetzt? Errungenschaft freigeschaltet. Explosive. War das Kapitel 5 schon? Kapitel 5 war ja sehr kurz dann anscheinend. Also wenn so, weiß ich nicht natürlich, ne? Werden wir jetzt sehen. Hä? Okay. Müssen wir wieder zurück zum Bunker? Kann das sein dann? Okay. Ich schau mal eben, ob es hier Fuel gibt. Aber anscheinend, der haut ja sowieso ab. Also Fuel wird es nicht geben. Die Frage, die ich jetzt habe, wo müssen wir hin? Bevor die Bombe kommt. In einem Container? Müssen wir uns hier drin verstecken oder so? Aber... Was ein Drecksack, ne?
Na? Lass mich raten, du hast wenig Fuel, um zur nächsten Basis zu kommen, oder? So, sie sind beide tot. Ja, ja, ja. Hier ist Hard Drive. Ja, ja. Oh. Tja, ist ja nicht so gut gelaufen mit deiner Festplatte. Ah, die Miezekatze. Was macht die denn hier? Eine Miezekatze überlebt sogar eine Atomexplosion, oder was? Und wo sind wir hier? Dass einfach die Miezekatze da stand. Hard Drive. This information is very dangerous. What shall I do? Destroy the Hard Drive oder leave the Hard Drive? Oder, ja, nimm sie mit. Nein, zerstören. Weil dann geht's immer so weiter. Immer und immer so weiter geht's dann. Irgendeiner wird damit immer Unfug treiben. Deswegen... Nein. Es wird ein endloser Kreislauf sein. Ich habe nichts gesehen. Immer diese verschwörerische Musik, ne, wenn der Ladebildschirm kommt. Dum, dum, dum. Unser Zimmer ist aufgeräumt, oder? Schrank ist leer. Somewhere I got hungry. I need to eat some snack. Huch. Die Unlock der Alternativ-Ending. Errungenschaft Amnesie und Errungenschaft alternatives Ende. A game by Andrei Adrof. Thanks for playing the game. Ja. Das war tatsächlich. Wir haben ein Alternativ-Ending. Es gibt also mehrere Enden in dem Spiel. Es ist ja unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage ist jetzt, haben wir wahrscheinlich wegen der Festplatte oder vielleicht wegen den Figuren. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das war Cold Inside. Oder Coldside, Entschuldigung, Coldside, Version 1.1 von zwei Leuten, glaube ich, gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dafür aber Hut ab. Ein richtig gutes Horrorgame. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch hin und weg. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, möchte mich doch recht herzlich bedanken für euer Interesse, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Game hier auf dem Channel. Weiß noch nicht, ob es ein Horror-Game wird oder ein anderes Spiel. Lasst euch einfach mal überraschen. Denn, wie gesagt, ich will ja zwei Let's Plays immer parallel
Laufen haben, quasi einmal dieses Brief Edge, weil das geht ja doch ein bisschen länger, und dann halt einmal so ein, entweder ein Horror-Game oder halt ein anderes Story-Game oder irgendwas anderes, Aufbau-Game, irgendwie sowas. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet, und ich verabschiede mich, bin dann raus und ja, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.